Herzlich willkommen zurück in Chicago bei Watch Dogs. Wir blockieren hier mal wieder die komplette Straße und wir beginnen direkt mit unserer Mission hier, um das kleine Mäuschen zu finden, was unsere Daten geklaut hat. Die dumme Bitch. Na? Das ist Ambrose. Nikki und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub. Bevold hat uns sicher bemerkt. Er höchstwahrscheinlich wartet er auf mich. Bin ich mal gespannt. Können wir da jetzt einfach so reingehen? Packen wir mal das Handy weg. Wie sieht denn das aus? Na, stehen wir auf der Gästeliste? Was? Nein. Warum? Ja, sie wurden entdeckt. Was heißt nicht unauffällig, also hinten rum rein. Ich dachte, hätten sie unbemerkt schreiben sollen oder so. Mit Klammern, geh nicht durch den Vordereingang, wo die Tür eh offen ist. Naja. Dann schauen wir uns mal dies Wächter so an, wie es sich selbst erstellt. Mal schauen wir mal, wo wir hier reinkommen am besten. Oh. Jetzt haben wir die zweite Tür geöffnet. Okay. So geht's auch. Zeigen wird, die monatlich aktualisiert werden. Wir sind gespannt. Zurück zu Ihnen, Ted. Hallo, Ted. Ich laufe gerade hinten durchs Bild. Boah, können wir voll krass durch den zweiten Eingang gehen, der hinter einer riesigen Videowand versteckt ist. Wie unauffällig. Plattform. Boomer Mac. Okay. Der hat mich wohl erwartet. Verdammt, der ist gut. Sieh mal an, der hat sich das Profiler-System gehackt. Er spielt mit mir. Ja, mach nur weiter so, mein Freund. Folge mir nach. Spinnst du, Pierce? Machst du eigentlich Sport? DJ Default Fans, du wurdest auserwählt. Der Kunde geheime Performance zu einer Nacht und für eingeladen darf nicht geteilt werden. Klar, teile sie und du stirbst. Okay, du wurdest auserwählt. Dort Exclusive Einladung Connection nur diese Nacht. Hier ist noch einer, in Rot. Seine Nichte ist who fucking who. Da ist noch so einer. Ford Server ist da oben. Schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Party, yay. Dance. Wir haben keinen coolen Dance mehr. Na, kommen wir hier so einfach hoch? Nein, wohl nicht. Aiden kriegt die Rache nicht, die Vollbell, den Käse.
Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Kamera. Kamera. Server. Und da geht's weiter. Oh Gott. So, schauen wir mal. Da geht's los. Okay. Na, super. Wieder diese Indifferenzen. Okay. Hä? Ah. So rum. So, so und so. Oh Mann. Nett, gar nicht so blöd. Nee. Rein und raus kann man auch. Was ist das? Oh Gott. Okay, der bringt ja mal gar nichts. Den schon mal offen. Das ist ja mal vollkommen überflüssig, der eine da. So. Ne, den können wir so lassen. Den hier auch auf. Okay. Den brauchen wir gar nicht ansteuern. So. Ein bisschen doof. So. Okay, haben wir es jetzt? Ja. Okay, jetzt sind wir hier oben. Da ist die Maus. Professioneller Hacker, bekannt als Default. 2 plus 2 und 2. 2 gleich 5. Oh. Toll, ist abgehauen. Blöde Maus. Und bisschen Körper-Action hier. Hat er sich in mein Hirn gehackt oder was ist das? War die gleiche ganze Spielchen wie ich auch drauf. Okay, da unten haben wir die Scharfschützgewehre, oder? Ja.
toll, jetzt kommen die alle hier vorne hin. So, langsam. Ups, nachladen. Das kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Sicherheit? Nein. So, habe ich euch alle? Offensichtlich. Schon wieder die Fixer. Die Typen sind teuer. Aber die Folge steckt bis zum Hals drin. Und er... Okay, ich hab ihn. Nur in Reichweite bleiben und T-Bone hackt sich rein. Okay, wie komme ich hier runter? Bräuchte vielleicht ein Fahrzeug oder sowas. Hallo. Natürlich, jetzt wo ich hier lang laufe, kommt hier kein Auto vorbei. Ich brauche ihr Auto, Madame. Hallo. Die Ford muss irgendeinen High-End-Störer sein. Oh, noch so eine Krücke. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Versuch nicht hinauszuschalten. Wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Log ihn raus. Ich tracke ihn. Warte, Nick. Schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Na Gott. Echt die übelste Krücke mitgenommen. Du musst näher ran. Na gut. Du bleibst in der Nähe. Genauso. Dann schlüpfe ich in seine Daten und er merkt es gar nicht. Ey, lass die Brücke unten, Mann. Zu weit. Ja, das Auto gibt nicht mehr, Mann. Da ist die scheiß Karre auch wieder hier erwischt. Aber ein zu früh abgebogen. Jetzt wird mit dem Wagen hier nichts. Ist schon kommen, dass wir es gleich nochmal anfangen. Da kommen wir nicht hinterher. Wir brauchen irgendwas anderes. Aber woher nehmen? Hier steht nichts rum, was man so schnell mal... Es kommt rein. Mann, Scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Das sind alle. Stadtbeamte. Gewerkschafter. Gefakte Verträge. Auszahlungen. Meine Güte. Sexlogs. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier ist das CDOS. Na, komm schon hinterher da. Dieser Iraq war ganz schön fleißig. Er hat ein paar solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CTOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren. Damit dieser Rushmore den Job bekommt. Mhm. Korruption in Chicago. Wie überraschend. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Abgefahrener Bullshit. Erpresserkram. Es kommt immer mehr. Wonach suchen wir denn hier eigentlich genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot, aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Jetzt soll ich ihn noch ausschalten? Wie mit seinem Rennauto, oder? Du verlierst ihn.
Hinterher. Jetzt haben wir die Daten, jetzt können wir die Maus aus umbringen. Kann man hier irgendwo eine Mausefalle hinschmeißen? Kumpel. Ja, toll. Mich eher blockiert als ihn. Oh, Leute. Komm jetzt her. Ey. Die Scheißkarre, die ich hier geschnappt habe. Sowas wie für den Arsch. Was soll man damit einholen? Keine günstige Situation, wo man das Fahrzeug wechseln kann. Die fahren überall nur so Krücken rum. Da bauen wir schon mal einen total doofen Unfall am Parkplatz und dann steht hier kein Auto. Toll, dass Dampfrohr am Auto verpasst. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Komm her, Mäuschen. Ich lasse dich ein letztes Mal quietschen. Sag mir bitte, dass wir alles haben. Würde ich schon sagen. Oh, Mäuschen. Alles, was dein irrer Freund wollte. Und diese lächelnde Frau? Gibt es passende Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass die auf Iraqs Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von wem? Okay. Na, Mäuschen. Das war's dann wohl. Die Default-Bedingung. Wir haben Default bedingungslos ausgeschaltet. Neues Fahrzeug freigeschaltet. Ach, Default seine Karre da. Na, was sagt das Telefon denn? Dachte, das interessiert dich. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie dein. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein, vertrau mir. Das ist, was neu ist. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gepisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Ja, danke für die Warnung, Jordi. Okay, also sind wir jetzt wirklich voll am Arsch. Ja. Dafür. Echt flink, das Ding. Und noch ein Anruf. Hey, Kumpel. Gute Nachrichten. Ich glaub, ich hab doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster. Nickys Anruf kam vom selben Ort wie diese Lautsprecherdurchsage. Brent Alster. Das ist gut. Ich suche mal nach seinem Arbeitsplatz. Sehr gut. Endlich ein paar Informationen. In diese Richtung. Da. Nicky ist da. Ich weiß es. Hol sie zurück, Bruder. Aus der Kläranlage. Na gut. Wir begeben uns dann in der nächsten Episode in die Kläranlage und holen unsere Schwester wieder. Also bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!